Ajo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Magierzunft, zu Battle Mages. Ja, im Augenblick habe ich keine Ahnung, was für ein Projekt ich machen soll, muss ich zugeben. Deswegen setzen wir an unserem Let's Show von Battle Mages mal weiter an. Während andere Projekte noch parallel laufen, natürlich. Und ja, gucken mal, wie weit wir kommen und so. Also, wir spielen es schon durch, hoffe ich mal. Ja. Gut, wir starten genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit unserem Save. Da wurden wir ja übelst von Untoten verprügelt. Genau, da liegen jetzt unsere Jungs, da kommen auch schon wieder Untote, wie man erkennen kann. Aber nur ein Trobo-Toter. Zauberbuch. Zauberbuch habe ich gesagt. So. Wir müssen gerade die Bauern über den Fluss begleiten. Da oben ist übrigens auch noch ein Bär. Wir dienen dem Kaiserreich. So, betreten wir mal die Stadt hier, wenn ich herausfinde nochmal, wie das ging. Ah ja, hier. Nee, das will ich alles nicht. Ich will. Genau, meine Truppen. Gehen wir. Hier auf Wir dienen wieder dem Kaiserreich. hochmachen und weiter. Meine Truppen hier heilen. Ja. Ja, man hat gerade gesehen, die Bauern mit dem Holz sind hier unterwegs. Ja. Wen töten? So, stellt euch mal richtig auf. Das ist dann Wir wahrscheinlich dienen dem Kaiserreich. klüger. Ja. Und ja, wir müssen unsere Truppen eh auf Stufe 3 erst bringen, bevor wir sie. Ah? Aha. Ah, zieht euch Nun, zurück, zieht wir euch wissen nicht. zurück. Gut. Jawohl, Sir. Mehr Blut. Sind schon so gut wie da. So. Und ganz schnell die heilen, bevor wir wieder einen verlieren. Hervorragend. Die Bauern haben die erforderliche Menge Rohstoffe gebracht. Jetzt wissen wir, warum die Menschen nicht wiedergekommen sind. Lebende Leichen von den Friedhöfen sind für alles verantwortlich. Heuert in der Stadt ein paar Paladine an und entsendet sie, um den Toten ihren Frieden zu geben.
Ja, jetzt warten wir aber erst einmal, bis wir unsere Truppen auch aufwerten können. Mit Vergnügen. Ja? Auf euer Wen Kommando. töten? Nun, wir wissen nicht. Nun, wir wissen nicht. Gut. So. Also hier in der Stadt können wir jetzt Paladine kaufen eigentlich, aber die kosten halt was. Irgendwie will da kein Trupp mehr kommen. Also ja, Aufträge. Beendet die Ruhen auf dem Friedhof. Die Toten auf dem Friedhof auf der anderen Flussseite sind in die Gräber entstiegen. Die Untoten sind starke Gegner. Um sie zu besiegen, müsst ihr in der Stadt Paladine anheuern. Ja, wie gesagt, dafür bräuchten wir aber erstmal noch ein Level-Up. Wenigstens für den Trupp Ja. hier. Ja, wir müssen erst Elite-Status erreicht haben. Dafür fehlt ein bisschen an. Wir dienen dem Gehen wir. Kaiserreich. Gehen wir. Also ja, wir speichern hier jetzt erst einmal unser Let's Play drüber. So. Dann versuchen wir den Bären halt auszuschalten hier oben, in der Hoffnung, dass Ja. der uns die nötigen XP gibt, damit wir die Paladine aufwerten können. Ja. Dann können wir uns mal um diese. Oh, das sind zwei Bären. Zwei Bären ist nicht so gut. Wohin gehen? Sind schon so gut wie da. Wir dienen dem Kaiserreich. So, ihr habt jetzt Veteranenstatus erreicht. Ja. Ja. Gut. Auf euer Kommando. Wir haben auch ein bisschen Geld für die Zum Quest Angriff. gekriegt. Ja. Okay. Das heißt, wir lassen uns jetzt erst einmal zur Stadt zurückfallen und dann gucken wir, was wir hier noch so machen können. Auf euer Kommando. Auf euer Kommando. Weil nur weil wir Auf jetzt euer Kommando. uns mit den Untoten anlegen könnten dann, mit Paladinen, heißt das nicht, dass wir das als erstes machen sollten. Ich weiß, wir hatten hier noch zwei so Feenbäume. Gehen wir. Also einmal den hier oben. Ja. Und da hinten war noch einer, genau. Dass wir uns angucken, Auf euer Kommando. was wir dort machen können. Dann hatten wir hier Zombies, die ganz garstig sind. Ja. Gehen wir. Ach ja, Leertaste war Pause. Entlassen. Zusammenführen könnten wir noch. Brauchen wir allerdings alles nicht. Und ja, das Räuberlager hier war auch noch da. Ja. Können wir kurz unsere
Truppen checken. Keiner von denen hat wirklich Widerstand. Allerdings haben die gutes Leben, die Veteranen-Schwertkämpfer. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Gehen wir. So, aufwerten kostet 62 und das machen auf wir auch. Zum Sieg. Kein Problem. Und ja, wir können uns mal kurz die Stadt angucken. Die wurde ja geupgradet. Da ist allerdings nicht viel. So, euch könnten wir auch aufwerten. Schnell, gehen wir. Wir gehen. So, das kostet... Betrachtet es als erledigt. Das kostet zum Glück keine weitere Bevölkerung, also Führerschaft. Die Kopfjäger, das Upgrade. Schnell, gehen wir. Bereit. So, Paladin haben Widerstand. Wird erledigt. Mit Vergnügen, mit Vergnügen. Betrachtet es als erledigt. Was mir halt die Chance gibt, wahrscheinlich diese Feen besser zu besiegen. Und Paladine haben halt auch den erhöhten Schaden. Schon erledigt. Was? Betrachtet es als erledigt. Was? Kein Problem. So, damit sollten wir hier den Feenbaum... Was? Kein Problem. Ja, ganz einfach clearen können. Was? Kein Problem. Und uns nehmen können. Schon erledigt. Was auch immer gedroppt wurde. Gut. Wird erledigt. Das heißt, wir gehen als nächstes links rum und rechts rum und kümmern uns um die Räuber. Ehe wir uns dann um die Zombies und den zweiten Feenbaum kümmern. Ich kann nicht noch mehr Krieger kontrollieren. Ja, das geht leider nicht. Also dazu bräuchte ich noch mehr Führerschaft. Ich könnte Giftheit studieren. Könnte aber auch mich mal weiter upgraden. Mein Mana, meine militärische Fähigkeiten. Ja, machen wir erstmal das. Das gibt nämlich meinen Truppen einen Boost. Kein Problem. So. Schon erledigt. Also meine militärische Führung stärkt meine Truppen einfach. Kein Problem. Sieht man, glaube ich, jetzt sogar auch. Ja, hauptsächlich im Angriff und im Schaden eigentlich. Mit Vergnügen. Schon erledigt. So, dann wollen wir mal jetzt Räuber auslöschen. Auf zum Sieg. Und ja, man merkt, ich bin am Anfang recht vorsichtig und mache öfter mal Saves. Wird erledigt. Weil ich kann aus Erfahrung sagen, daran erinnere ich mich noch einigermaßen, am Anfang ist das Spiel sehr schwierig, bis man mal gute Truppen und so hat. Schon erledigt. Muss man mit seinen Anfangstruppen recht haushalten. Wird erledigt. Also der Verlust von einer Truppe kann schon sehr gefährlich sein, weil man hat nicht unendlich Gold. Und der Verlust einer Veteranentruppe wird erledigt. Ist dementsprechend auch sehr, sehr schmerzhaft. Wird erledigt.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das Räuberlager überhaupt schon gemacht haben. Schon erledigt. So.